Die Nacht der Technik lädt am kommenden Samstag, dem 4. November, Besucher aller Altersgruppen in die Zentren der Handwerkskammer Koblenz in der August-Horch-Straße 6 bis 8 ein. Ab 14 Uhr bis Mitternacht dreht sich dann alles um angewandte Wissenschaften und Grundlagenforschung, neue technische Entwicklungen und ihre praktischen Einsatzgebiete, die informativ, kurzweilig und unterhaltsam vermittelt werden. Nicht im Rahmen trockener Vorträge, sondern als Wissenszugewinn mit hohem Spaßfaktor. Wenn es auf der Bühne zischt, kracht und faucht, Experten zu Reisen in die Tiefen der Ozeane einladen oder in die Weiten des Weltraums entführen und die Technik nicht mit dem Schild versehen ist, bitte nicht berühren, sondern ausprobiert werden will, dann ist nach der Technik Zeit. Das Programm verspricht mit mehr als 100 Veranstaltungspunkten Abwechslung pur. Der 10-stündige Infotainment-Mix bietet kleinen und großen Besuchern auf besondere und einmalige Weise die Möglichkeit, in einer Nacht modernste Technik live zu erleben, spannende Naturwissenschaften und handwerkliche Berufsfelder kennenzulernen und ganz viel Spaß zu haben. Einen kompletten Überblick über die Vorträge, Ausstellungen und Shows gibt es im Internet unter nachtdertechnik.de. Mit der Altmeisterfeier hat die Handwerkskammer Koblenz vor wenigen Tagen das Lebenswerk und die Jubiläen der bestandenen Meisterprüfungen vor 50, 60, 65 oder sogar 70 Jahren gewürdigt. Einige der Altmeister wurden filmisch vorgestellt. Erinnerungen und Einblicke in Lebenswege, die eng mit dem Handwerk verbunden sind. Heute kann sich wohl keiner vorstellen, dass das früher so war. Vor vier durfte keiner anfangen mit der Baggerei. Gell? Und Viertel vor vier steht der Kontrolleur vor der Tür und sagt, wieso wir Viertel schon so früh sind. Damals sah die Welt des Handwerks noch ein wenig anders aus. Bäckermeister Helmut Nickenich erinnert sich lebhaft an die alten Zeiten zurück. Mit Kärtchen gab es noch die Anspruchskärtchen pro Familie, ein Brot, der Wirt war. Da haben die Brot gebacken, war eine Zuteilung und dann war dann, sagen wir mal, um 10, halb 11 war das ausverkauft, dann wurde die Lade wieder zugemacht. Weil dann nichts, gab ja außer Brot praktisch nichts. Gell? Alte Geschichten gibt es genug über die Bäckerei Nickenich. Bereits seit 1860 ist sie fester Bestandteil des Bopperter Stadtbildes. Am Marktplatz 14 wird schon in der sechsten Generation geknetet, gerollt und gebacken. Mit dem Tod seines Vaters übernahm Helmut Nickenich die Familientradition schon früher als gedacht. Ich war dann 10. Ja, und dann hat man so die Verantwortung, aber ich muss eins dabei sagen, ich habe da nie bereut. Ich liebe den Beruf, ja, hat mir Spaß gemacht, wenn er doch kein einfacher Beruf ist, von der Arbeitszeit her gesehen, aber hat mir immer Spaß gemacht und wenn man dann sieht, dass man das Geschäft wieder hochbringt, da ist man auch stolz drauf, dass man das erreicht hat. Aber wie ich es nochmal erwähnen muss, das geht nur mit der entsprechenden Gattin. Doch nicht nur seine Frau, sondern auch die Kollegen aus den anderen Bopperder Bäckereien gehören mit zum Erfolgsrezept. Manche Berufe haben uns beneidet um das gute Verhältnis untereinander. Auch wenn mir was gefehlt hat, ob Hefe oder Salz oder Zucker oder irgendwie was gefehlt hat, haben sich immer gegenseitig ausgeholfen. Das war ganz selbstverständlich. Da hat nie einer gezögert, das zu machen. Das schweißt zusammen. Und so gehen dann berufliche Beziehungen gerne auch mal über das Handwerk hinaus. Dann haben wir 2010 die Frau von einem Kollegen, die stammt aus Windhoek in Namibia. Und da kam mir dann ja vorher, 2009, auf die Idee, eine Rundreise zu machen mit Jeeps, mit Camping. Großstädte haben wir dann Hotels gebucht und dann zwei, drei Länderspiele uns angeguckt für eine Weltmeisterschaft. Aber auch zu Hause in Boppert ging es meisterhaft weiter. Wir haben ja unsere Kinder nie gesagt, dass sie, die haben sie alle immer geholfen, wenn
Brötchen ausfahren, irgendwas zu machen war. Und nie gesagt, irgendwie, einer von euch muss jetzt weitermachen. Und dann kam der Älteste, der Martin, aus der Realschule heim, sagt, heute war die Berufsberatung da. Und da sagt mir Frau, und wer hat es gesagt? Ja, ich mach Bäcker. Ist doch selbstverständlich, einer muss ja weitermachen. Die Zukunft der Traditionsbäckerei Nickenich ist also gesichert. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Auf die nächsten 6 Generationen. Sie hatte 6 Kinder und wusste nicht, wann sie kommen sollte. Und da hatte ich ihr ein Angebot gemacht. Samstags morgens ganz früh kommen, um 5 Uhr hatte ich sie bestellt. Kam nicht am Samstag, und da kommen die sonntags morgens um 5. Das vergesse ich auch nicht, habe ich dir da gemacht. Elkenroth im Westerwald. Hier lebt Friseurmeisterin Irmgard Brenner mit ihren 3 Töchtern. Für sie ist Arbeiten ohne Familie undenkbar. Nicht nur heute, sondern auch damals. Also ich war immer im Haushalt und meine Schwester, die hat dann schon die Gesellenprüfung und dann hatte ich schon so viele Gesellenjahre, dass sie eine Meisterprüfung machen konnte. Und die war zu Hause bei mir im Elternhaus noch. Und da hat die auch angefangen. Und dann Ich rief sie mal an und sagte, ich soll nach Hause kommen. Sie würde jetzt einen Lehrvertrag machen, da hätte ich auch einen Beruf. Ja, wo ich einverstanden bin. Ihr Salon ist ein reiner Familienbetrieb. Doch dass all ihre Töchter mal in ihrem Betrieb arbeiten würden, hatte sie nicht erwartet. Ich habe sie nicht gezwungen, sie haben aus sich selbst, haben sie dann gelernt hier. Die Tante war ja 6 Jahre älter, die älteste Tochter. Aber die 2 sind dann wortlos nachgestiegen und haben sie immer blendend verstanden. Rückblick in die 70er Jahre. Wie viel hat eigentlich damals ein Haarschnitt gekostet? Das war ja spottbillig. 3 D-Mark für eine Lockwelle. Da wurden die Preise noch, wie ich in Betzdorf gearbeitet habe. Und dann, ich habe das Buch noch von früher, da ist das so nach und nach gestiegen. Ein Leben ohne ihren Beruf kann sich die 89-jährige Friseurmeisterin nicht vorstellen. Ein Fazit nach über einem halben Jahrhundert im Handwerk. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das so gern gemacht. Ich bin schon manchmal sonntags, wenn ich wusste, dass die Leute weg wollten und konnten sich nicht kämmen, da habe ich denen das angeboten, ich komme morgen und kämme sie. Da habe ich dann zugemacht. Also so gern habe ich das, und auch wenn Karneval war, und da wurden ja damals die Steckfrisuren. Und da habe ich den ganzen Sonntag Steckfrisuren gemacht. Und abends bin ich auf die Veranstaltung gegangen und habe mir die ganzen Frisuren angesehen. Und da habe ich gedacht, ich habe mich selber gelobt, selber getadelt, alles selber gemacht. Und da habe ich gesagt, also, das machst du das nächste Mal anders. Ich meine, das war schön, aber das, da hatte ich irgendwie was zu tadeln und das nächste Mal anders gemacht. Mit sich selbst war sie immer kritisch und auch ihre 3 Töchter hat sie zu erfolgreichen Meisterinnen ausgebildet. Was ist für sie das Wichtigste für junge Berufseinsteiger? Selbstständig werden. Wenn sie dann nur auf anderen hören, mach das so, die müssen das selber rausfinden. Ich meine, man muss ihnen das sagen und beibringen. Aber das andere müssen sie sich selber erobern.
alle wollten ja Farbfernsehen haben, keiner wusste, wie es ging. Und keiner konnte auch die Geräte richtig einstellen oder reparieren, geschweige reparieren. Und das hat sich dann ganz schnell rundgesprochen. Da sind Breisig, da gibt es einen, der kennt sich mit Farbfernsehen aus. Hier im beschaulichen Bad Breisig hat Radio- und Fernsehtechnikermeister Kurt Queckenberg seinen Betrieb. Selbst 50 Jahre nach Unternehmensgründung steht Chef Queckenberg jeden Morgen auf, um den Laden eigenhändig aufzuschließen. Der Beruf lag ihm schon als Kind im Blut. Ich habe schon sehr früh oder viel gebastelt gerne. Und dann hat mein ältester Bruder mir gesagt, Mensch, dann mach doch Radio-Fernsehtechnik. Das war damals ein vollkommen neuartiger Beruf. Es gab ja praktisch die ersten Fernseher erst 1954. Und uns gegenüber war ein kleines Radiogeschäft. Und da habe ich meine Lehre begonnen. Kurz nach der Ausbildung erwarb er mit Hilfe seiner Familie neue Geschäftsräume, stellte erste Angestellte ein und übernahm schließlich seinen Ausbildungsbetrieb. Bei all den technischen Neuerungen der letzten 50 Jahre hat sich sein Werbespruch jedoch nie geändert. Kaufe bei dem Mann, der auch reparieren kann. So, das ist ein ganz einfacher Spruch, aber der hat sich bei den Leuten eingeprägt und dann ging eben der wirtschaftliche Erfolg ging steil nach oben. Schon einige Jahre später reichte der vorhandene Platz nicht mehr. Meister Queckenberg und sein Team erweiterten das Geschäft um zusätzliche 250 Quadratmeter. Das war dann das erste Geschäft, wo ich auch Fernseher zeigen konnte. Wir hatten eine eigene schöne große Werkstatt. Und das war dann die nächste Zündung der Raketenstufe. Die technische Entwicklung explodierte. Es ging immer weiter vorwärts und jedes Jahr kam etwas Neues hinzu. Der Betrieb um Kurt Queckenberg war aber immer auf dem aktuellen Stand der Technik. Das war eben die größte Herausforderung, dass man immer am Ball bleibt, dass man immer die Entwicklung in der Branche erkennt, was ist wichtig, was ist auch für mich wichtig, was werden die Kunden annehmen, und das ist bis heute so. Die rasante Entwicklung ist das größte Problem für unsere Branche. Man weiß heute nicht, was nächstes Jahr up to date ist. Mittlerweile führt sein Sohn erfolgreich das Unternehmen. Die jahrelange Expertise des Altmeisters ist auch heute noch sehr gefragt. Ich konnte damals jede kleinste Schaltung genau analysieren, welcher Kondensator hat welche Aufgabe oder welcher Widerstand, warum hat er diesen Wert. Und diese Feinheiten machten mich auch dann zu demjenigen, der die Geräte auch wirklich dann reparieren konnte und auch beherrschen konnte. Es war also nichts Oberflächliches auf der Meisterschule. Das ging richtig in die Tiefe hinein. Das waren sehr, sehr gute Lehrer, die uns da alles beigebracht haben. Da muss man wirklich heute noch einen Hut vorabziehen. Es war so nicht einfach, so eine Meisterprüfung.